Ich ging mit meiner Frau spazieren. Da kam ein Mann an uns heran. Der wollte meine Frau verführen und sprach sie ohne weiteres an. Er kniff ihr in den Arm und lachte und kümmerte sich nicht um mich und sagte Püppchen, und das machte mich schon beinahe ärgerlich. Herr, gehen Sie bitte weiter, rief ich. Es hatte aber keinen Zweck. Er war viel stärker, darum lief ich mannhaft entschlossen selber weg. Ich steh auf dem Boden der Tatsachen. Schwergewicht ist schwer. Das sind doch wohl meine Privatsachen. Nicht wahr? Ich bitte doch sehr. Doch meine Frau, die gut trainiert ist, die sagte ihm, sie sind wohl dumm. Denn weil sie selten anpussiert ist, drum nimmt sie sowas maßens krumm. Erst gab sie ihm zwei linke Dinger, darunter einen Uppercut, und schlug ihm mit korrektem Schwinger sein ganzes Nasenbein kaputt. Das war ihm recht, dem bösen Lumpen. Ich lief nun hochbeglückt hinzu. Sie schlug ihn schließlich ganz in Klumpen. Ich sagte ihm, du Farchling, du. Ich steh auf dem Boden der Tatsachen. Schwergewicht ist schwer. Das sind doch wohl meine Privatsachen. Nicht wahr? Ich bitte doch sehr. Ich bin kein Raufbold. Auch politisch hab ich am liebsten meine Ruhe. Die Leute sind so scheußlich kritisch und nörgeln alle immer zu. Ich sag, wer nachgibt, der ist weiser. Ich bin nicht den Extremen hold. Ich war monarchisch unterm Kaiser. Und dann war ich für Schwarz-Rot-Gold. Dann drohten einmal linke Putsche. Da war ich ganz für gleich und gleich. Ich wär faschistisch unterm Dutsche. Jetzt bin ich auch fürs Dritte Reich. Ich steh auf dem Boden der Tatsachen. Schwergewicht ist schwer. Das sind doch wohl meine Privatsachen. Nicht wahr? Ich bitte doch sehr.